Regierung will Herr Steinbrück als Kanzlerkandidaten nominieren. Diese Entscheidung schafft Klarheit über den Kopf, aber nicht über die Inhalte. Sigmar Gabriel hat heute gesagt, in der SPD ist alles wie früher. Damit hat er insofern recht, als Per Steinbrück sicherlich nicht der Mann ist, der geeignet ist, nach zwei Wahlniederlagen bei der Bundestagswahl einen Sieg einzufahren. Es ist bemerkenswert, dass die SPD auf einen Mann setzt, wie schon in der Vergangenheit, der bisher keine Wahl gewonnen hat und zudem 2005 in Nordrhein-Westfalen eine Wahl krachend verloren hat. Mit Per Steinbrück ist ein Politikwechsel nur schwer vorstellbar. Er steht bisher für die Kürzung von Löhnen, Renten und Sozialleistungen und nicht zuletzt für riesige Schuldenberge durch die Übernahme von faulen Risiken von Banken. Die Kanzlerkandidatur Per Steinbrücks ist das klare Signal, dass die SPD-Spitze gewillt ist, nach Schwarz-Gelb die Politik in einer großen Koalition fortzusetzen. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, für uns zählen am Ende die Inhalte, nicht die Personen. Wir sind sehr gespannt, ob Per Steinbrück in der Lage ist, mit den Lebenslügen der Agenda SPD zu brechen. Wir wollen einen Politikwechsel für armutsfeste Löhne, Renten und Sozialleistungen und eine friedliche Außenpolitik. Wer das mit uns durchsetzen will, wird in der Linken einen Gesprächspartner finden. Die Linke wird als soziale Alternative die Steinbrück-SPD herausfordern. Wir sind überrascht, dass diejenigen in der SPD, die an einer echten sozialen Alternative zu Merkel interessiert sind, diese Kandidatur zu akzeptieren scheinen. Umso klarer ist, dass es einen Politikwechsel in der Bundesrepublik nur mit einer starken Linken geben wird. Wir sind gespannt, wie die SPD ihre vermeintlichen Positionswechsel beim Thema Bankenregulierung, beim Mindestlohn und in der Sozialpolitik mit diesem Kandidaten in Einklang bringen will. Der Politikwechsel wird sich an Inhalten entscheiden. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Wahrscheinlich. Dankeschön. Danke.